So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Splatoon 2. Und beim letzten Mal haben wir das Schnabeldepot abgeschlossen, einen alten Bekannten bekämpft, beziehungsweise für mich alter Bekannter, nicht für euch, aber wir haben einen Boss besiegt und sind jetzt in der Glibber-Garnison, wo wir natürlich erstmal wieder spaßig und freudig die ganzen Overworld-Sachen machen dürfen. Bin dabei. Ach ja, schau mal, wir haben hier so ein dickes Maschinengewehr, wir haben eh schon gewonnen. Splatoon eigentlich schon durchgespielt. Mit dem Gerät. Wie schnell das alles geht. Ich bin immer noch begeistert. So. Das hier sieht nach einer schweren Challenge aus. Schaffen wir es, eine Wand abzuschießen, dann an dieser Wand hochzuklettern und bam, nicht wieder zu bekommen. Scheinbar schon. Zumindest ist es jetzt nicht aufgehalten. So, hier sind wieder ein paar bunte Luftballons. Das ist nice. So, du bleibst bitte ausgefahren. Dann möchte ich, glaube ich, auf dich. Ah ja, guck mal, hier haben wir schon eine der Sachen gefunden. Huch, da hat mich gerade irgendeine magische Macht zurückgeschoben. Die Level sind hier richtig schön schnell zu finden. Oh, guck mal, wir machen jetzt einen Skillstamp. Oh, wir sind nicht gesprungen. Ich habe mich nichts gesagt. Aber dahinter gibt es bestimmt eine Stage. Jo. Hallo. Mal kurz die Wand einfährt. Wie schnell das schießt! Ich bin aber für immer begeistert. Mein Leben besteht nur noch aus Begeisterung. Das war ein bisschen knapper als ich wollte, aber hey. Haben wir das Level. Mehr müssen wir nicht wissen. So, da geht's dann weiter, wenn man den Boss besiegt hat. Und hier ist der Boss. Ja. Man kann als Tintenfisch hochhüpfen. Okay. Damit hier müssen wir später kämpfen. Aber es fehlt noch eine Stage. Nicht da, sondern hier lang. Oh, hier noch gar nicht. Pam. Ja, okay. So, aber mal ein bisschen Farbe hin machen und draufballern. Okay. Haben alle Stages. Sehr gut. Oh, da gibt es wieder die gute Musik in der nächsten Stage. Das ist schön. Aber vorher gibt es natürlich erstmal wieder die nice Luftballon-Challenge. So, für 5 Fischeier. Die einfache und das ist die für die Schriftrolle, der grüne Luftballon. So, wohin führst du mich? Halt, halt, halt. Warum? Okay, der grüne Luftballon hat mich geprankt, der hat aber die Richtung gewechselt. Ich hätte erwartet, dass es jetzt so eine Challenge wird, über die Dinger zu springen. Dabei den Luftballon abzuschießen, aber Luftballon sagt nein. So. So. Die sind aber weit weg. Okay. Hoffe ich mal. Ja. Da hinten. Oh Gott. Nee. Da hinten dann. Okay. So. Nice. Ah, wir haben's. Wo ist die? Wo? Schriftrolle! Was ist das? Ah. Okay. Ich war gerade schon so, hä, wie soll ich da hochkommen? Da. Danke. Ein weiterer Sticker von Welt Nummer 4. Cool, dann müssen wir das Ganze noch einmal machen danach. Das ist schön, dass wir das alles erledigt haben. Nur innerhalb kürzester Zeit. Und damit können wir dann mit Stage Nummer 16 anfangen. Wo jetzt wieder bam, bum, bam, bim. Genau, da gehen wir jetzt rein. Ich habe den Namen nicht gelesen. Hey, kommt euch das bekannt vor? Ja. Setzt diese Waffe ein und beschert mir viele, viele Daten. Oh, wow, die Heldenwaffe. Gerne. So. Oktokugel, dann gehst du besser aus dem Weg. Ist wie bei Super Mario Galaxy, die mache ich aber kaputt. Oh Gott, okay, die hätten fast mich kaputt gemacht. Und mein Tintenverbrauch ist recht rapide. Aber mehr Tinte wäre auch cool, ne? Aber ich glaube irgendwie lieber starke Waffen als mehr Tinte, ehrlich gesagt. Weil die Tinten-Upgrades sind echt teuer gewesen. Als ich so gesehen habe. So. Kann ich da irgendwas machen? Kann ich da Tinte reinballern von mir? Nö. Ja. Dann gehen wir den einfach aus dem Weg. Färben weiter alles ein. So, es hört einfach nicht auf. Aua! Ja, und ich gehe einfach direkt rein.
Achso, die haben zwei Linien, wo sie lang rollen. Okay. Gut zu wissen. Hallo, tschüss. Versuch's jetzt gar nicht. Okay, hallo Gegner. Dieses Maschinengewehr, ne? Ich kann mich nicht beschweren. Keinsten Stimmen. Mit keiner Stimme. Wollte ich sagen. So. Okay, da rollen die langsam lang. Ja, dann ballern wir jetzt hier durch. Oh, guck mal, eine goldene Kugel. Ja, da werden wir Zeug drücken, nicht? Cool. Sollen die eine Gefahr darstellen oder was ist das? Okay. Okay, wir gehen aber mal weiter. Hey, noch mehr goldene. Und ein Octo-Sniper. Achso, ich soll die so irgendwie so als Deckung hernehmen. Aua. Ah! Ich möchte nicht langsam sein, danke. Das ist die goldene. Die mächtige goldene Kugel. Platze! Okay. Müsste nur noch eine grüne Kugel rauskommen, wo die Schriftrolle drin ist oder so. Ich sehe was hier durchleuchten. Ah, hallo. Na? Du kleiner Fratz. Hast dich hier versteckt. So. Okay, gehen wir mal weiter. Ich denke nicht, dass es hier ist. Hoffe ich doch. So macht man das. Richtig. Agent Nummer 4 ist der Beste. Das bin nämlich ich. Haha. So, es kommen immer mehr und mehr. Aber nicht aufgeben. Die fallen dann nur in ihr Verderben. Okay. Irgendwie rollen die nur leicht. Oh, jetzt rollen wir auch durch die Dienste. Okay. Warte, die wechseln die Seite? Wieso wechseln die Seite? Ah, wegen den Platten hier. Okay. Aber eigentlich rollen die einfach gerade. Okay, 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 okay. Aber ich kann ja einfach hier hochgehen, wie ich will. Sobald ich einmal da rankomme. Oh Gott, Goldener! Ja. Die beiden waren aber sehr nah beieinander. Hallo. Lass mich einmal durch, ja? Ganz schön eine Todesstrecke hier. Ich hätte gerne die Luftballons. So. Perfekt. Weiter geht's. Das sieht nicht aus, als gab es ja große Geheimnisse. Hier aber bestimmt. Hier muss die. Der Zettel sein. Ich weiß nicht mal, wie man das Ding nennt. Oh. Okay. Hallo. Ha. Kleiner Mann. Das ist komplett safe da drin. Okay. Ja, will man auch nicht berühren. Ja, guck mal. Ob ich damit... Damit kann ich bestimmt diese Glaskugeln da dann kaputt schießen. Jawoll! Lass mich nicht mehr von euch unterdrücken! So. Sollten wir 10 Minuten früher schießen, wenn ich die mal pünktlich töten will. So, jetzt. Bam! Okay. Ah, ich weiß, wo ich hin muss. Oh, hat man viel Zeit, wenn man die vorne tötet. Ah. Okay. Ah, wie erwartet. Das wirkte so challenge-mäßig, den da vorher zu treffen. War auch echt nicht so einfach, den vorne zu treffen. Habe meine 10 Versuche gefühlt gebraucht. So, last checky. Let's go! Ein paar rollende Kugeln können mich doch nicht aufhalten. Auch wenn es sehr krasse rollende Kugeln sind. Also die sind wirklich gerade krass am Rollen von der Geschwindigkeit her. Warte, Dinger.
Nice. Einfach komplett vernichtet mit den Strahlen. Kann ich den Typen da unten töten? Ja. Nehmen wir den noch mit. Hallo. Wurde das Platoon-Logo eigentlich überarbeitet? Ist da unten rechts gerade? Sah anders aus als damals beim Global Test Fire. Ja. Alter. Krieg. Gesucht. Fischeiersammler. Keine Berufserfahrung nötig. Alter und Lebenslauf egal. Könnt ihr leicht Geld verdienen. Schnappt ihr einen Freund und bewerbt euch gleich gemeinsam. Der Koop-Modi. Wahrscheinlich gab es dazu schon Videos. Ich möchte hier an der Stelle erwähnen, dass ich den kompletten Singleplayer spiele, bevor ich in den Mehrspieler gehe. Wahrscheinlich also, ja, nicht verwundert sein, wenn irgendwas ist. Da war eine coole Katze, warte, ich möchte es nochmal öffnen und euch die coole Katze zeigen. Ja, ja, noch Welse, ist egal, da war eine coole Katze, da, du da. So, nehme ich auf Seite 16, da, guck mal da links, hinter dem Bild, da ist eine coole Katze. Die hat gerade Hunger und die isst einen Fisch. Das ist nice. So, und da wir jetzt die erste Stage haben, gehen wir noch zur zweiten Stage. Und ich gucke mir kurz mal die Namen noch an. Die erste Stage hieß Intermezzo auf der Bowlingbahn. Und jetzt machen wir die Festung der Oktokommandanten. Ich finde es gut, dass es diese UFO-Sequenzen nicht mehr gibt aus Splatoon 1. Bestimmt kommt die einfach genau jetzt. Nee. Setzen Sie Waffe ein und bescheren mir viele, viele Daten. Jawohl. Arti. Wird gemacht. In den Eimer habe ich auch nichts. Der ist echt stark. So, hat halt wenig Reichweite, aber egal. So, wie sich das dreht und dreht. Immer wieder im Kreis. Und weiter im Kreis. Oh, da so ein bisschen. Ich will ehrlich gesagt, danke. Die Kiste treffen. Okay, färbe am besten alles ein. Ja, nee. Ich springe aber hier hoch. Okay. Da wird so auch was zu finden. Aber was bist du denn? Ein Oktostemm? Hallo? Na? Oh nee! Gute Arbeit. Ich weiß nicht. Der wirkt ja nicht sehr gefährlich. Ich meine, klar, in einem Gefecht oder so kann er schon Probleme machen, aber der wirkt jetzt echt nett. So, ich möchte dich snipen. Und ich möchte hier weiter gucken, was es sonst so gibt. Muss ich ja jetzt machen immer. Alle vier Seiten überprüfen. Und am besten auch immer von der obersten Seite aus abgehen, weil... vielleicht sehe ich mal was. Aber nö, hier ist gerade nichts mehr. Weiter geht's. Mit dem Eimer zu treffen, es geht. Ja. Oder vielleicht werden wir langsam besser. Ja, ich glaube an mich. Was bist du denn? Wurde wahrscheinlich gerade namentlich vor ihm gewarnt. Ich würde sehr gerne hier gerade... Hallo, ja? Ich wollte einfach nur nicht ran. Ich wollte ja eigentlich mit der Fläche erschlagen, aber mit dieser Wurst da, aber keine Ahnung. Die kam aber nicht mehr. Habe ich aber drauf geballert. Naja, einmal ein bisschen Farbe drauf. So. Die Frage nur, wo sind die Secrets? Bist du ein Secret? Ja, habe ich besiegt. So. Und jetzt können wir da hoch. Dankeschön. Hey, 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 hey. Geh da hoch. Sehr schön. Jawoll. Mal kurz gucken. Sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas versteckt. Da sind zwei Gitter rechts und links, aber da ist auch nichts drunter. Nö. Okay. Weiter geht's. Ich nehme so viele mit, wie ich treffen kann. Da ist ein Oktostemp DX. Sieht man auch nicht jeden Tag. Ah, da oben. Hallo. Die sind lustig. Die gefallen mir. Es ist echt ein lustiges Design, aber nur so ein riesiges, komisches Derp-Gesicht.
deren Lebensaufgabe ist. Oh. Also ich habe mit denen habe ich echt nur Mitleid. Mit deren ihren Geschwindigkeiten. Aber der Große wird bestimmt nicht so freundlich zu sprechen sein. So. Unzerstörbar. Schnapp dir den Schlüssel und dann verschwinde. Ich muss erstmal die Wand hier einfärben. Warum haben sie den nicht als Boss gegen mich eingesetzt? Oh. Ich verstehe schon. Ist nicht sonderlich effektiv als Waffe. Mein Boden ist gerade einfach weggeflogen. War gerade ganz gruselig. Oh nein, ich glaube, hinter dem Ding ist noch... Da drunter ist was. Kann ich den manipulieren, dass er hierher kommt und das kaputt macht? Ja! Lol! Okay. Und da ist jetzt das geheime Ending von Splatoon 2. Oh, guck mal. Die sind besser versteckt als manche... Also das habe ich echt überhaupt nicht gewusst, dass das geht. Okay. Cooler Weg zurück. Das Gesicht am Boden. Was war das denn für ein Schwachsinn? Wir sehen uns gleich in 5 Minuten wieder, wenn ich das gemacht habe. So, habe ihn weggebaitet und diesmal habe ich den Schlüssel. Let's go. Gut, hier runter kommen wird er nicht. Und dann mache ich mich auf und gehe weiter. Irgendwie fehlen mir noch die Secrets gerade. Oh Gott, das, ich habe alles übersehen wahrscheinlich. Wenn jetzt hier schon letzter Checkpoint ist. Cool, darf mal wieder... Ich habe nur in der ersten Stage alles übersehen, ne? Richtig merkwürdig. Bin ein schlechter Spieler. Oktokommandanten sehen fies aus. Ich hätte jetzt jedenfalls ziemliche Angst. Was ist die mit dem Maschinengewehr? Ein Oktokommandant, okay. Ich sehe... Da was? Ah, die Schriftrolle, okay. Die muss ich nochmal holen. Ja, dieses Mal habe ich ein Auto zur Tarnung da. Das mir null geholfen hat. So. Aber direkt auf den Oktokommandanten, bevor er sein komisches Zeug machen kann. So. Gib mir die Rüstung. Gegen den schicken Helm sage ich nichts. Und weiter. So, jetzt ist nur die Frage, ob hier noch die Makrele chillt oder nicht. Okay, damit habe ich mir ein schönes Stück eingefärbt, aber nicht das erreicht, was ich wollte. Nämlich die Kommandanten loswerden. Ah, das dreht sich unterschiedlich. Ah, komm einfach drauf. So. Die können mir nichts. Nummer 4, du bist spitze. Danke. Aber leider nicht spitze genug, um eine silberne Makrele in dieser Stage zu finden. Anchovy. Leute, das Projekt ist vorbei und ich sag's immer noch falsch. Obwohl ich selber sogar weiß. Jawoll. Nein. Wo ist die Makrele? Das Anchovy. Muss ich jetzt wohl nochmal ablaufen, oder? Ja. Die Festung der Oktokommandanten geschafft. Kann ja nochmal mit meinem Maschinengewehr jetzt durchgehen. Wir sehen uns gleich bei dem Anchovy. Ein Coupon und ein Zettel noch. Bevor ich den die Anchovy hole. Rauch steigt aus 7 Ringen. Der rote Fisch entsteigt der See. Zu verschlingen alles Leben an Land. Die Predigten von Madai. Kapitel 10, Vers 10. Okay, das sind diese bösen... Oh Gott, wie heißen die denn? Weiß ich nicht, die aus dem Mehrspieler-Modi, dem Koop-Modus. Die Fische sind es. Und die Oktolinge sehen da aus wie so Pilger. die Inklinge. Gottes Willen! Komm echt nicht hier durcheinander, ne? So. Ach, hier an die Seite kann man schießen. Kann ich hier jetzt hoch? Ja! Da ist er, ich habe ihn gefunden. Ach man, da wollte ich sogar hoch, aber ich wusste nicht wie. So, ich hab's. Fertig. Und sogar auch gleich mit 2 Waffen schon gespielt. Sehr schön. Ich muss sagen,
Ein Kritikpunkt habe ich bis jetzt. Es stört mich, dass man diese Fischeier so langsam bekommt. Also es ist wahrscheinlich hundertprozentig so gedacht, dass du halt mit jeder Waffe jede Stage einmal spielst, aber... Nein, das will ja kaum jemand machen. Und so kann man kaum eine Waffe upgraden und jetzt fühle ich mich die ganze Zeit gezwungen, mit derselben Waffe zu spielen immer. Wenn ich halt einfach... Keine Ahnung, wenn das erste Upgrade günstig wäre und das zweite teuer, dann würde ich es eher verkraften. So kann man wenigstens halt alle Waffen ein bisschen leveln, aber jetzt... Weißt du, 1500 für ein Upgrade, kann ich eine Waffe noch upgraden und dann habe ich schon durchgespielt. Bisschen merkwürdig. Aber hey. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Splatoon. Bleibt spritzig!